So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem großen Unboxing. Und zwar zur PlayStation VR. Ich habe es ja auch schon in den letzten Resident Evil 2, oder beziehungsweise im ersten Part gesagt, dass ich mir vorhabe, mir PlayStation VR zu holen, damit ich ein richtig geiles Reloaded von Resident Evil 7 machen kann. Und halt auch halt ein bisschen VR zu zocken und so. Und ja, hier ist es. Ich habe mir das jetzt bei Minimax geholt und Donnich bestellt. Da habe ich lieber hier das gleich da und halt neu. Sonst wäre es bei Amazon wäre es gebraucht gewesen, soweit ich weiß. Und ja, lieber neu als gebraucht, sage ich mal so. Und ja, ich würde sagen, wir packen das jetzt aus. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Ich habe noch nie irgendwas mit VR zu tun gehabt. Das ist das allererste Mal für mich. Und ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Auf jeden Fall ist hier noch dieses PlayStation VR Worlds und so eine PlayStation-Kamera dazu. Ich habe zwar schon eine PlayStation-Kamera, so eine komische andere. Aber ja, gut, habe ich halt eine zweite, wenn es sein muss. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie das wird. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen irgendwo, beziehungsweise halt noch nie ausprobiert. Wir sehen schon, aber es gibt es ja schon Jahre, aber noch nie ausprobiert oder so. Das ist das erste Mal für mich. Oh, falsch rum. Das Interessante befindet sich hier. Mal kurz beiseite packen, eventuell auch mal kurz Hand wechseln, damit ich mit der anderen Hand aufmachen kann. Scheiße, jetzt kann ich hier alles. Jetzt darf ich hier alles rausholen. Ach, das mache ich lieber einen Cut, um den richtigen Karton rauszunehmen. So, nachdem wir jetzt das gute Stück jetzt, befreit haben. Ich sage, kommen wir jetzt zum richtigen Inhalt. Das, was hier in diesem Unboxing das Highlight ist. Ja. Eine Anleitung. Das ist das Highlight. Yay. Wie geil. Darauf habe ich mich schon gefreut. Auf diese fucking Anleitung. Was ist denn hier? Was ist zum Geier? Also ein HDMI-Kabel ist drin. Ein USB-Kabel. Ein Netzanschluss. Ein Netzkabel. Das VR-Headset, ganz logisch. Das Stereo-Kopfhörer. Okay. Prozessoreinheit. Alter, wie ich zitter, Alter. Hype ist auf jeden Fall real. Bedienungsanleitung. Ja, die haben wir ja gerade vor der Fresse. Oh, ach so, man kann hier Kopfhörer reinmachen. Alles klar. So, der Prozessor, ja, der muss auch mit der PlayStation verbunden werden, logischerweise. HDMI. PlayStation-Kamera. HDMI in die PS4. Irgendein Kabel noch. Ach du heilige Scheiße. Was zur Hölle? Das kann ein bisschen schwer werden. Das heißt, ich muss mich irgendwo hinsetzen, aber ich habe hier keinen Platz. Da ist das Headset. Nice, oder? Aber wir wollen das Headset auch physisch sehen und nicht nur in so einer beschissenen Anleitung. Von daher. Gimme, gimme. Leck mich. Leck mich. Das ist der. Oh! Das ist der Code. Aber ehe ich das Video eh hochgeladen habe, werde ich das Spiel eh schon runtergeladen haben. Also wird es euch nichts bringen. Ich werde es wahrscheinlich das heute oder Abend oder so hochladen. PlayStation VR. Ein Tuch. Kopfhörer. Der Prozessor, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendein Kabel. HDMI-Kabel. Ah, das ist die PlayStation-Kamera. Achso. Keine Ahnung. Ich glaube, die Halterung für die Kamera. Netzkabel. USB-Kabel. Das Gerät an sich. Pappe. Die nicht rausgeht. Die geht nicht raus. Anscheinend ist da drunter auch nichts mehr. Nö, nur noch Pappe. Ja dann. Was das zum Paket? Kommen wir zum Gerät an sich. Es hüpft hier schon so langsam raus. Es lugt schon ein bisschen raus hier. Ach du Heiliger. Das soll ich also aufätzen. Wow, Gläser. Geil. Im Hintergrund. Das kann ja was werden.
Die Linsen. Geht's hier oben an? Anscheinend ja, ich will es aber mal nicht anmachen. Ja, das ist PlayStation VR. Geil. Wow. Das wird geil, die Zeit. Ich sag, anschließend brauche ich ja wohl nicht mehr alles. Sie machen den ganzen Kram hier. Aber kann ich auch gar nicht. Ich kann das auch nicht machen. Und darf aufsetzen, wird ein klitzekleines Problem werden. Zeig mal den Prozessor her, der interessiert mich jetzt. Wow, also es ist quasi eine kleine Mini-PlayStation 4. Beziehungsweise es ist die Pro. Die 4, die hat er, die normale, die hat er hier so zwei so Dinger und die Pro hat er drei. So eine Dinger. Ich habe ja die normale. Aber egal. Ja, die ganzen Kabel und sowas alles. Ja, und ich würde sagen, oder schneide ich da was zusammen? Ich weiß ja nicht. Nee, ich schneide da nichts zusammen. Auf jeden Fall würde ich sagen, stellen wir noch so schön alles hier auf. Das mache ich mal kurz. So, mit diesem schönen Anblick würde ich sagen, beende ich das Unboxing. Ja, es ist nicht sonderlich groß und so, aber es ist halt so der erste Eindruck gewesen. Ich habe es auch mal kurz das Headset aufgehabt. Boah, geht. Ist auch ziemlich leicht zu meinen Erwartungen. Also ich habe mir das eigentlich schwerer erwartet. Aber mal gucken, wie es beim Zocken aussieht. Werde heute wahrscheinlich auch schon die erste Folge zu Resident Evil 7 hochladen. Oder beziehungsweise FNAF VR. Mal schauen, ob es irgendwie funktioniert, weil diese komischen Motion Controller, die gab es dazu leider nicht. Da gab es leider nur jetzt nur das Spiel und die Kamera dazu. Und halt allgemein das ganze Zusatz für VR selbst. Mehr war da jetzt nicht halt. Ja, sondern nicht die Kamera. Und hat das Spiel, das ich mir mal runterladen werde. Und ja, sonst werde ich mal gucken, wie ich das mit FNAF VR hinkriege, weil, soweit ich es kenne, braucht man dafür die Motion Controller. Also eventuell können wir es gar nicht mal spielen, dann können wir leider nur Resident Evil spielen. Aber das wird schon geil genug, also das wird mega heftig, wird ein richtig geiles Reloaded. Wenn ihr euch genauso drauf freut wie ich, dann lasst ein Like da, abonniert was und bis zum nächsten Mal. Ja, wahrscheinlich bei Resident Evil. Bis demnächst und ciao!